Der Fokus, der verändert wirklich komplett dein Leben. Du kannst es in dem Moment, wo du deinen Fokus veränderst, kannst du dein Leben verändern. Du kannst von mir aus an ein Fußballspiel denken und dann wirst du vielleicht nervös oder begeistert oder sagst, boah, das ist so genial. Oder vielleicht verärgert oder du sagst, boah, diese Truppe da, die können doch nicht so spielen. Es ist immer die Frage, wo du deinen Fokus drauf richtest. Oder du denkst vielleicht an deine Oma oder deinen Opa und fühlst dann Geborgenheit und Sicherheit und Liebe. Oder du denkst an die Schule. Du kannst deinen Fokus auf die Schule setzen und sagen, da habe ich Gemeinschaft, da habe ich Alltag, da habe ich Lernen. Oder sagst, boah, so ein Geist oder so ein Scheiß. Es ist immer die Frage, wo du seinen Fokus drauf setzt. Du kannst bei einer Prüfung deinen Fokus drauf setzen und sagen, hey, da bin ich nervös und da habe ich Angst und das habe ich schon erlebt in der Vergangenheit. Oder du sagst, endlich habe ich es hinter mir, endlich kann ich es ablegen, die Prüfung. Das ist jetzt super, dass ich es machen kann. Ich habe gut gelernt. Oder du setzt deinen Fokus auf Mauritius und sagst, boah, das ist Entspannung, das ist Ruhe, es ist dort die Zeit, es ist so eine wunderbare Natur, glasklares Wasser. Der Fokus, den du hast, verändert in dem Moment auch dich selber, deine Emotionen, deine Ausrichtung, deine Kraft, deine Energie, eigentlich alles. Es geht um den Fokus. Die Frage ist, was ist dein konstanter Fokus? Wo möchtest du deinen Fokus drauf richten? Wo ist deine Berufung und wo möchtest du hingehen? Das ist super, mega wichtig. Was willst du im Leben erreichen? Und welche Gaben hast du geschenkt bekommen? Fokussiere heute wieder neu, ganz bewusst auf das, wo es hingehen soll. Das wünsche ich dir. Fokussiere. Mach es scharf und deutlich.